Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit Milch. Mit ohne. Stefan, heute ist doch Anti-Diät-Tag. Da gibt's nur mit. Lass mich raten. Den Termin hast du dir im Kalender fett angekreuzt. Bitte? Am Anti-Diät-Tag werden jedenfalls unsinnige Erfindungen angeprangert, wie die wiederverschließbare Schokoladenverpackung oder die viel zu kleine Öffnung vom Nutella-Glas. Hä? Da passt doch nicht mal eine Suppenkelle durch. Einmal die vier, den begehbaren Karton Donuts, einen 10-Liter-Becher Cola und das Gericht des Tages. Den Bounty-Salat mit Vanillepudding-Dressing gerne. Der deckt den Tagesbedarf von nur 12 Packungen Raffaello. Und ist gut gegen den Cholesterinspiegel. Ja, eben. Und dann meckern, wenn sie dir beim Busfahren Gruppenrabatt anbieten. Also zu den Zielen des Anti-Diät-Tags gehören die Würdigung der Vielfalt von natürlichen Gewichtsunterschieden und das kritische Hinterfragen von Schönheitsidealen. Und ich protestiere am liebsten mit Schnuckelkram. Dazu muss ich nicht in Ankes Tanke kommen. Weil man auch daheim auf dem Sofa gut demonstrieren kann? Nee, wenn ich dich mal nicht treffe, würde mir das schon genug den Tag versüßen. Mit 4.196 Euro sammeln Sie Prinzenrolle. Da haben Sie eine Schoko-Crossies-Card oder sind Sie im Goldbären-Club? Nein. Dann Dankeschön. Bitteschön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.